Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen. Das kann ein gereizter Darm sein. Die Ursache sind häufig kleinste Risse in der Darmwand. Dagegen hilft Kitimea Pro. Kitimea Pro legt sich auf die geschädigte Darmwand wie ein Pflaster. Kitimea Pro, wie ein Pflaster für den gereizten Darm. Herzlich willkommen zu Ad hoc 24 am 17. Mai. Am 14. Juni sollen die Apotheken geschlossen bleiben. Ein bundesweiter Protesttag ist geplant. Doch die Apotheken haben eine Dienstbereitschaftspflicht und einen staatlichen Versorgungsauftrag. Derzeit laufen Gespräche mit den Aufsichtsbehörden der Länder, ob Apotheken sich befreien lassen müssen oder ob ihnen gar juristischer Ärger droht. Nur eine Woche nach der ersten Verdi-Aktion bei Phoenix in Bielefeld werden heute mehrere Großhandelsniederlassungen bestreikt. Erneut betroffen sind Nordrhein-Westfalen, Berlin sowie Brandenburg. Es komme aber zu keinen Verzögerungen im Betriebsablauf und auch für Kundinnen soll es keine Auswirkungen geben, so ein Konzernsprecher. Bis Ende Mai muss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Entwurf zur Reform der GKV-Finanzen vorlegen. So steht es im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Doch selbst die Kassen glauben nicht, dass diese Frist eingehalten wird und haben ihn in einem Brandbrief zum Handeln aufgefordert. Die Festbeträge für Antibiotika und Fiebermittel bleiben bis Jahresende außer Kraft. Die plötzliche Veränderung durch die Kassen kam überraschend. Der Verband der pharmazeutischen Industrie hofft auf eine dauerhafte Lösung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Freitag wieder.